und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute habe ich mal was ganz Besonderes vor, was ich, ja, in diesem Format habe ich es schon mal gemacht, aber ich habe noch nie so viele geöffnet. Und zwar öffne ich heute Champions Chest und zwar ziemlich viele, höchstens 3 oder 4, weil ich bin noch dabei zu sparen und zu warten, bis es einen coolen Pegasus gibt, der nächste Woche, also der jetzt diese Woche da ist. Geht auch. Ich finde den eigentlich sogar ganz cool. Und die Rewards gehen auch voll. Also ich finde die ganz in Ordnung. Aber ich habe halt den Butterfly-Pegasus schon. Aber letzte Woche waren sehr coole Rewards, die mir sehr gut gefallen haben. Ich möchte natürlich gern die Flügel, das Outfit oder halt das Pferd. Am liebsten möchte ich das Pferd, daran als nächstes das Outfit und dann die Flügel. Davor grüße ich einmal nochmal Daniela, Lily Lion und HRT Sisters. Es kann sein, dass ich wieder jemanden vergessen habe. Es tut mir so leid, ich bin so vergesslich. Also schreibt es in die Kommentare oder einfach mir per PM oder so, wenn ihr gegrüßt werden wollt. Ach so, und ich werde wahrscheinlich bald einen Edit Contest machen. Ich weiß nur noch nicht, welche Preise ich nehmen soll. Also schreibt gerne Ideen für Gewinnerpreise in die Kommentare. Ich würde dem Gewinner auf jeden Fall, glaube ich, eine Freundschaftsanfrage oder so senden, weil ich das ja sonst eigentlich nicht mache. Oder vielleicht irgendwie ein Edit machen lassen. Als erstes öffne ich jetzt aber mal die Event-Chest. Ich war zwar nur Level 1, aber wo ist sie da? Ah, da. Ich bin zwar nur Level 1, aber das ist ja nicht schlimm. Denn ja, es ist das Pferd. Ja, nicht schlimm. Ich kann es einfach verkaufen. So, dann wird es erstmal Zeit für eine Bonus-Chest. Ich glaube, ich werde 8 von denen öffnen oder ein bisschen weniger, je nachdem, ob ich vielleicht was Cooles bekomme, was ich ja nicht erwarte. Ja, das finde ich ganz schön. Dann schaue ich jetzt nochmal nach einer nächsten Bonus-Chest. Ja, auch ganz hübsch eigentlich. Ich öffne jetzt noch 3 Bonus-Chests. Eine Orb, irgendwas, was ich nicht brauche und wieder was. Noch 2. Ich finde die Decke ganz schön, aber ich benutze Decken nie. Und die letzte. So. Okay, Besonderes war da jetzt nicht drin, aber ja. Dann öffne ich mal noch die Weekly Chest. Ich hoffe natürlich wieder auf Gems oder extra Tickets. Kann man nämlich immer sehr gut gebrauchen. Also, ja, ein extra Ticket. Sehr gut. Und dann ist es gleich Zeit für die Champions Chest. So, ich hoffe ja natürlich auf das Pferd. Wir waren Platz 3, was sehr gut ist, finde ich. Wenn man mal überlegt, dass man Platz 3 von allen Clubs ist, die es gibt. So, ja. Das ist eigentlich sehr zufrieden. Damit bin ich sehr zufrieden. Und ich würde sagen, ich bin, oh mein Gott, mein Herz schlägt so krass schnell. Und wir öffnen die erste. Okay, es ist kein Pferd, es ist... Oh nein, nein. Okay, egal. Oh, oh. Sehr schön. Ich habe 15 Champions Chests geöffnet. Dann schaue ich mal und rüste das aus. Und ihr könnt natürlich gerne Namensvorschläge für unseren kleinen neuen Pinguin hier reinschreiben. Das ist der kleine, ja. Ja. Ich habe mich, glaube ich, zu viel beschwert. Egal. Nächste Champions Chest. Oh mein Gott, das ist ein Pferd. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, ich habe schon einen Namen. Ich glaube, ich würde ihn Glimmer nennen. Passt Glimmer? Ich weiß es nicht, aber oh mein Gott. Ich habe mich jetzt doch schließlich für Midnight entschieden und ich freue mich so. Es ist endlich mal ein geiles Pferd, ein neues Pferd, das bei mir einziehen kann. Und ich habe jetzt schon ein paar Sachen bekommen, deshalb könnte ich das ja einfach ausrüsten. Ich weiß nicht, ob das passt. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich freue mich gerade so. Ich überlege, ob ich gleich noch eine öffnen soll, weil ich gerne das Outfit möchte. Ich könnte ihn halt auch doppelt kriegen, was das Blöde ist. Ich weiß ja nicht. Aber Leute, oh mein Gott, guckt euch das an. Unser neuer Midnight ist jetzt bei uns eingezogen. Ich liebe ihn. Und wir schauen uns nochmal seine Werte gerade eben an. Okay, er hat 13, 8 und 15. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Also wenn man ihn hochlevelt, wir können ihn ja eben ein bisschen leveln. Bis zu Level 20, würde ich sagen. So. Hat sich nicht besonders viel geändert. Aber Leute, oh mein Gott, ich finde ihn so schön. Natürlich wird Twinkle noch immer eins meiner Main Horses bleiben. Also eins meiner Lieblingspferde, so, die ich immer reiten werde. Aber... Leute, Leute, ich habe es. ich weiß nicht, Leute, soll ich das... Wie viel Chance habe ich denn auf das Outfit? 10%. Ich habe mehr auf das Pferd.
Und ich habe Angst, dass ich das... Oh, ups, ich bin so blöd. Ja, ich habe Angst, dass ich das doppelt bekomme. Deshalb würde ich sagen, öffne ich erstmal nur zwei Champions Chests und gehe einfach nochmal ein paar Races. So, ich würde sagen, Phoenix ist einer von meinen besten... Ja. So, da wir heute jetzt schon so viel Glück bei der Champions Chest haben, hoffe ich, dass ich auch ein bisschen Glück im Race jetzt habe. Auch wenn ich sehr gute Konkurrenten habe, wie auch immer das heißt. So. Oh, ich habe gar nicht mal so viel Energy Boost. Was ist denn mit meinem Energy Boost heute passiert? Sonst hatte ich immer auf komplett Energy Boost. Nein! Ich bin Vierte. Oh, sie war auch ein bisschen langsamer geworden. Hier. Ist das nicht die Strecke wie letzte Woche? Ist irgendwas hier falsch in dem System? Oder bin ich einfach dumm? Oder ist es wirklich die Strecke wie letzte Woche? Frage ich mich gerade. Nein, mein Energy Boost ist leer. Jetzt bin ich plötzlich so langsam, habe ich das Gefühl. Ja, es ist die Strecke wie letzte Woche. Egal, dafür kenne ich sie ja schon sehr gut. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt gleich wieder Club wechseln in Frosty Flyers. Ich werde auf jeden Fall bald auch wieder in Friesenclub gehen, weil ich vermisse den Friesenclub wirklich so krass, unglaublich, die ganzen Mitglieder und sowas. Aber ja, aktuell bin ich meistens im Friesenclub, in Frosty Flyers oder in Star One oder so. Bald gehe ich auch nochmal in Strawberry Hooves wahrscheinlich oder ein paar Clubs von euch, falls ihr wollt. Aber ich bleibe jetzt erstmal für ein paar Wochen, vielleicht sogar einen Monat oder mehrere Monate in Frosty Flyers, bis ich in der Schule alles geschafft habe und dann wieder Zeit habe, um die 12k für den Friesenclub zu machen. Und ja, dann werde ich da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger bleiben. Ja, ich würde auch schon sagen, Leute, das war's mit dem Video. Ciao!